Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Offscreen habe ich die zwei fehlende Edelsteine gefunden. In der Hoffnung, dass es auch wirklich die richtigen sind. Aber ich würde mal behaupten, mein Inventar ist eh voll. Das können wir aber noch ernten. Oh, ich liebe schöne Hallo, sonnige Mickey. Tage. Dann gucke ich mal, ob hier noch irgendwo Nachtdornen sind. Habe ich irgendwas im Inventar, das ich ablegen könnte? Wir machen einen Beutel auf, um einen anderen Beutel wieder aufzunehmen. So, hier ist noch eine Nachtdorne. Das schon, ich packe da fest. Oh, guck mal, mit etwas Glück können wir sogar noch Edelsteine verkaufen. Das ist der Minimaus. Okay. Oh, direkt zwei Nachtdornen nebeneinander. Okay. War ich schon am Angeln. Auch oh, schön. Oh nee, not again. Wo ist denn hier noch eine Münze? Okay, das ist erstmal, dass ich jetzt. Da war die Münze. Nein. Ich hab die einfach übersehen. Hab die einfach übersehen. Ist auch noch eine Nachtdorne. Machen wir auch wirklich alle weg. Allein wegen den Traumsplittern. Auch noch zwei rein können. Hier noch Platz. So, dann würde ich mal sagen, immer wieder zurück zu unserer Mission, ne? Betreten wir die mystische Höhle. So, du brauchst ein blaues. Ein grünes. Samenpflanzen. Okay. Wenn ihr die richtige Pflanze, um sie anzubauen, dann brauche ich dir nichts vorzukauen. Eine ist unterirdisch im Grund, die andere gold und braun. Im Hintergrund, was übrig bleibt, ist rot und rund. Tomat. Na guck mal, da haben wir sogar alles.
muss ich ja noch die richtige Reihenfolge herausfinden. Muss ich jetzt warten? Dann gehe ich noch mal Sachen verkaufen. Dann gehe ich noch mal Sachen verkaufen. Hallöchen! Wobei, halte ich mal. Ich möchte schon alles verkaufen. Dann habe ich noch genug. Das behalte ich mal. So. 2900. Ja. Kurze Summe. Okidoki, du kannst jederzeit wieder kommen. Meinetwegen. Kann ich hier wieder Dreamlight sammeln? Ja. Dann guck ich mal, ob die nächste Tür schon frei ist. Nein, ist doch nicht, aber gut, es ist auch noch nicht alles. Gewachsen. Bin gespannt, wie lange das dauert. Was kann man sonst noch hier machen? Eine neue Welt anfangen macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Dann würde ich sagen, wir schnappen uns Goofy und gehen eine Runde angeln. Der nicht mehr hier ist. Dann gehen wir halt eben ohne Goofy angeln. Gucken, was es hier für Fische gibt. Ach, Goofy, du bekommst viel Goofy. Sonnige Tage. Lass uns abhängen. Bis bald. Oh, ein Hering. Hier ist auch noch was. Und da bringen wir Goofy noch auf Level 6. Ne? Oh, Hummer. Oder eine Garnele, besser gesagt. Oh, was gibt's mir? Nochmal eine Garnele, okay. Nicht weiter ist hier noch. Hier ist noch was. Okay, ich brauche. Achso, einen Mampen.
Das war daneben. Das war nochmal daneben. Jetzt aber. Noch ein Hering. So, was ist das noch? Hier ist wieder was. Und da ist auch wieder was. Ein Kabeljau. Und noch einer. Okay, dann brauchst du jetzt noch ein Geschenk. Weißt du, die Familie Goof hat eine lange und bedeutende Geschichte. Wirklich? Wirklich. Wenn du willst, kann ich dir von meinem Onkel M. Angelo Goof, meinem Cousin Wernher von Goof und meiner Tante Goofilia erzählen. Wernher von Goof? Mein Cousin Wernher, sein echter Genie, hier ist wirklich klug. Das sieht man daran, dass er diese verwurschelte weißes Haar hat. Das Genies haben. Okay. The Level 9 haben wir erreicht. Oh, nochmal ein Fisch bekommen. Danke, Goof. So, dann habe ich hier noch etwas für dich. Basilikum Tintenfisch. Hier, du kriegst ein Kabeljau. Das hat ja viel gebracht. Dann angeln wir jetzt noch einen Fisch und dann bist du auf das nächste Level. Und dann kriegen wir, glaube ich, sogar eine neue Nebenmission. Na, voll daneben. Mal gucken. Dann Zetern. Nochmal Kabeljau und Goofy hat eine neue Nebenmission für uns. Okay, bis Level 10 geht das jeweils. Okay. So, da möchte ich gerne das hier noch mitnehmen. So. Na, wie geht's? Hallo Soul Hunter, ich möchte meinen Freund Mickey zum Essen einladen. Würdest du mir dabei helfen, alles vorzubereiten? Sicher, klingt gut. Oh Junge, das wird das beste Abendessen. Ich werde uns eine Roller Base mit frischen Meeresfrüchten zubereiten. Lass uns zum Strand gehen und frische Jakobsmuscheln, Garnelen und Muscheln fangen. Meinetwegen. Hallo Soul Hunter. Lass uns später abhängen. So, mal gucken, ob wir jetzt weiterkommen oder nicht. Nein, wir kommen noch nicht weiter. Die Sachen sind immer noch nicht fertig gewachsen. Okay. Schade. Ich dachte, wir kriegen heute die Kugel noch. Gut, dann Abendessen mit einem Freund.
Hätte ich gewusst, dass ich Garnelen brauche. Hätte ich es aufgehoben. Hering. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja so noch Muscheln und Jakobsmuscheln. Oder Seetang. Hallo Goof. Kriege ich jetzt keine Garnelen. Ja, komplett daneben. Seht ihr. Auch wieder komplett daneben. Ein Hering. Also irgendwie kriege ich jetzt keine Garnelen. Warte, blau bedeutet Ufi. Du kannst doch noch mal kurz mitkommen. Weil mit etwas Glück spawnt er direkt noch eine zweite. Dann hätten wir jedenfalls schon mal die Garnelen. Und du spawnst keine zweite. Ernsthaft jetzt? Das finde ich nicht nett. Da muss ich wirklich gucken, wo wieder was Blaues drauft. Vor allem habe ich die sogar noch gar nicht verkauft. Das ist unfair. Habe ich noch richtig Muscheln bekommen? Danke. So, Goofy, das reicht jetzt aber. Hallo, Kumpel! Oh! Mal gucken. Vielleicht habe ich ja jetzt. Andernfalls geht es erst in der nächsten Folge weiter. Kann ja mal kurz gucken. Zwei vertrocknete Blumen mehr, das kann ich auch noch machen. Fisch. Ist da schon mal nicht waschbar sammeln? Auch nicht. Vielleicht hier. Jakobsmuschel, schillernder Strand. Vielleicht ja irgendwo draußen am Strand. Dass man die nicht angeln muss, sondern dass man die so bekommt. Oh, du musst nochmal gegossen werden, okay. Dann habe ich jedenfalls schon mal eine gegossen. Dann gehe ich jetzt nochmal am Strand gucken und gucke, ob ich die anderen Sachen herbekomme. Es würde ja Sinn machen, wenn die Muschel
Fortschritt. Okay. Die Westling. Und gerade raus. Und gerade raus. Aber die Tür ist noch nicht vorbei. Weil die Tomate wachsen ist. Oh, Spiel trollt mich. Und jetzt kriegen wir immer einen Fortschrittsbalken, das ist doch auch schön. Ja, das sind doch Muscheln, ne? Oh, ich nie. Ich muss also nur auf blaue Muscheln achten. Und rote. Dann gehe ich jetzt mal kurz den Strand entlang. Gucke, ob ich hier was finde. Zum Beispiel ein Zettel, das ich komplett übersehen habe. Ich bin unter einen Baum eingeschlafen. Als ich aufwachte, konnte ich mich nicht bewegen. Lila Ranken hatten mich überwuchert. Ihre Dornen schmerzten, aber sie konnten mich nicht so verletzen wie die Einsamkeit. Also riss ich mich los. Uiuiui. So, ich bin jetzt auf Muschelsuche. Da ist noch eine Muschel. Aber davon schon mal zwei. Was eine Jakobsmuschel, da ist auch die zweite. Okay. So, sprich mit Goofy. Ist unser Freund denn jetzt? Karte. Hier ist Goofy. So, dann möchte ich gerne einmal hier hinreisen. So. Das spart mir etwas Zeit. Hallöchen. All die frischen Meeresfrüchte werden ein großartiges Gericht ergeben. Allerdings benötigen wir mehr als noch Fisch, um Bolibes zu machen. Tomaten und ein anderes Gemüse wären auch toll. Das Rezept ist ziemlich flexibel. Besorgst du uns noch ein Gemüse dafür? Hier das Rezept. Okay, machen wir. Kann ich mir ein Rezept auch hier einsehen? Gericht. Ich sehe das hier nicht. Ach stimmt, ich muss ja erst öffnen, ne? Da Bolibes. Okay, wie viele Tomaten brauche ich denn? Steht da nicht. Hättest du mir nicht vorher sagen können, dass wir Tomaten brauchen? Dich noch Tomaten gekauft. Ich brauche zwei Bolibes. Also, ich mache davon aus, dass ich zwei Tomaten brauche. Das ist wirklich gerade von Renne von A nach B. Schön, dich zu sehen. Mal direkt 10. Oh, ich habe den Stand leer gekauft. Meinetwegen. ja, genau.
Oh, Schildkröte. Was essen Schildkröten? Lokator. Schnelle Reise zum Wunschkönig. Und dann kochen wir jetzt. In der Hoffnung, dass ich auch richtig mache. Betrieb. Dann einmal Rezepte bitte. All Base, okay. Okay, es reicht, wenn wir nur eins machen. So, Garnele. Noch eine Gemüse. Machen wir einfach Lauch rein. Die Jakobsmuschel. Ohne Muschel. Machen wir schon mal die erste Runde. 5 Sterne. Wunderbar. Dann nächste. Immer noch ein Apfel dazu. Der Apfel macht nicht so viel Sinn. Das habe ich dann schon. Ist ja kein Gemüse, ne? Was passiert, wenn ich Seetang reinmache? Okay, Seetank zählt. Lecker Schmecker. So. Kochen haben wir auch noch. Das gab viel. Bringe Goofy die Bolognese. Bolognese. Da ist er ja auch schon. Kannst ja kaum abwarten, mein Kumpel. Schön, dich zu sehen. Danke, Soul Hunter. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir angeln zu gehen und zu kochen. Oh Junge, Mickey wird diese Bolognese lieben. Ich verrate dir ein Geheimnis über das Kochen und warum ich Bolognese machen wollte. Je mehr Spaß es macht, den Namen eines Gerichts zu sagen, desto mehr Spaß macht es, es zu kochen. Okay. Erhält mir das hier noch. So. Und so kriegt man schnell Dreamlights zusammen, ne? So, da möchte ich gucken, ob wir gegebenenfalls noch eine Pflanze finden, die wir gießen können, die kurz vorm Erben ist. Und bei die nächste Dreamlight-Punkte noch bekommen. Aber sieht nicht so aus. Baue ich das hier noch kurz ab. Und dann begebe ich mich langsam wieder zur Höhle. Ich habe ja Glück. Manchmal sind auch da Edelsteine drin. Aber ich finde es besser, wenn man die sieht. Weil so muss man nämlich hoffen, dass da was drin ist. Oder mach ich dich auch noch kaputt? Ich krieg Edelsteine ohne Ende jetzt. Jetzt, wo ich die nicht mehr brauche, ne?
Aktuell. Das zählt nicht als vertrocknet. Seriously, die waren vertrocknet. Ah, vertrocknete Blumen. Stimmt ja. Blumen. Ja, ist schon richtig. Ich dachte, ich könnte gerade hier irgendwas aufnehmen. Aber was macht die Tomate? Muss ich die immer noch gießen? Nö. Ja, okay. Dann würde ich aber mal sagen, dass die Folge jetzt hier vorbei ist, weil wir haben jetzt echt viel erledigt. Wir haben die nächste Nebenquest von Goofy abgeschlossen. Die Tomate braucht noch eine Weile. Ein neues Gebiet zu erkunden macht jetzt auch keinen Sinn. Wobei die Folge ja eh schon gleich wieder sehr lang ist. Gucken, ob ich hier irgendwo noch Nachtdorn finde. Schon mal nicht. Da drüben was. Ich jetzt auch erstmal keine Nachtdorn, aber wir können die Blaubeeren noch ernten gehen. Glaube ich, das mache ich auch noch. Frag mich ja, wie viel die Holobays Geld bringt, weil die verkaufen tun würden. Schöne sonnige Tage. Die hier verwelkte Blumen, ich. Ist da nicht ein Nachtsplitter da? Im Boden? Nur ein Rezept. Läuft. Kartoffelsuppe mit Lauch. Klingt lecker. Guck mal, hier sind auch noch Muscheln. Dann experimentiere ich mal. Wie viel das zu verkaufen. Und dann würde es Sinn machen, wenn ich mich dann demnächst auch auf Muschelsuche begebe. Gut, dass ich nochmal hier hingekommen bin. Manchmal blicke ich auf den Ozean und denke darüber nach, über das Tal hinauszureisen. Ich könnte eine ganze neue Welt entdecken. Ob das die Geschichten des Königs ist, der verschwunden ist? Mein Inventar ist voll. Ein Problem. Oh, schwarzer Tisch, okay. Wie viel brauche ich denn eigentlich, um meine Tasche zu erweitern? So war es nicht gedacht. Ich denke immer, ich muss hier Plus drücken. 20.000. Vielleicht kriege ich die hier irgendwie noch zusammen. Die nächste Folge. Muss ich mal gucken. Oh, dann ende ich das hier noch. Dann ist meine Energie eh weg.
Gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Disney Dreamlight Valley. Das heißt, dass wir uns durch das zweite Tor begeben, gegebenenfalls neue Taschen haben, mit mehr Möglichkeit zum Lagern, würde ich jetzt mal behaupten. Geh noch kurz hier hin zum Haus, ernte hier noch die Himbeeren. Und dann sage ich jetzt an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.